Mit einer Ausstellung in der Homberger Kreisverwaltung eröffnete Landrat Frank-Martin Neupertl am Montag die internationalen Wochen gegen Rassismus. Mit Lesungen, Filmen, Diskussionen, Führungen und eben dieser Ausstellung sollen öffentlichkeitswirksam Zeichen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gesetzt werden für eine friedliche, weltoffene Gesellschaft. Ein Aktionsbündnis aus unterschiedlichen Gruppen und Institutionen hat das Programm konzipiert und kann dabei auf Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr zurückgreifen. 2011 waren die internationalen Wochen gegen Rassismus mit weit über 1000 Veranstaltungen in mehr als 300 Städten und Gemeinden bislang ja die größte Kampagne ihrer Art in Deutschland. Der Schwalm-Eder-Kreis beteiligt sich in diesem Jahr vom 12. bis zum 25. März mit verschiedenen Veranstaltungen an diesen Aktionswochen. Wie wichtig eine Aufklärungskampagne zum Themenbereich Rechtsextremismus, Rassismus und Gewalt ist, zeigt die Statistik entsprechender Straftaten im Schwalm-Eder-Kreis. Das auf den ersten Blick so beschauliche Leben in einem landschaftlich reizvollen Landkreis ist nicht unbedingt ein Garant für ein tolerantes oder gewaltfreies Miteinander. Vorsicht, Rechtsextremismus. Und diesem Titel kann ich nach all dem, was wir im Schwalm-Eder-Kreis zu diesem Thema leider und leidvoll erfahren mussten, voll und ganz zustimmen. Seien es nun die rechtsextrem motivierten Gewalttaten oder auch sogenannte Propagandadelikte. Wer sich auf die rechtsextreme Seite einlässt, scheint früher oder später in einem harten Konflikt mit dem Gesetz zu kommen. Die Ausstellung will den Blick aller Bürger, insbesondere aber der jugendlichen Kreisbewohner, schärfen, damit schon erste Anzeichen rechtsextremer Gedanken und Aktivitäten erkannt werden. Denn es ist bei jeder Form von Gewalt die schlechteste Entscheidung, die Augen zu verschließen. Und genau das soll ja diese Ausstellung leisten: hinsehen statt wegsehen und aufmerksam sein. Die Ausstellung will die vom Rechtsextremismus ausgehende Gefahr herausarbeiten und auch deren Demokratiegefährdung deutlich ansprechen. Aber die Ausstellung will auch andeuten, was getan werden kann, was aber aus meiner Überzeugung auch getan werden muss. An diesem Punkt zum Schluss wird nämlich gefragt: Demokratie, aber wie? Und dieser Ansatz durchzieht die gesamte Veranstaltungsreihe. Informieren und diskutieren, miteinander nachdenken und ins Gespräch kommen. Nur so lassen sich Vorurteile abbauen. Insofern kommt der Ausstellung eine herausragende Bedeutung zu, denn sie zeigt auf sehr anschauliche Weise, in welchen Lebensbereichen überall Gefahren für Toleranz und Demokratie lauern können. Es geht dann weiter mit den Strukturen und Organisationsformen der rechtsextremen Szenerie, die sehr vielfältig aufgebaut ist, von Parteienspektrum bis hin zu Kameradschaften, mit denen wir es ja auch leidvoll hier bei uns im Kreis zu tun haben, mit den Freien Kräften Schwalm-Eder. Bis zum 25. März gibt es beinahe täglich überall im Schwalm-Eder-Kreis weitere Gelegenheiten, sich dem Themenbereich aus verschiedensten Richtungen zu nähern. Eine Lesung aus Briefen der jüdischen Ärztin Lili Jahn sowie ein HR-Filmporträt über ihr Leben gehören ebenso dazu wie Führungen in den Gedenkstätten Breitenau und Trutzhain und Vorträge mit Möglichkeit zum anschließenden Gedankenaustausch. Informationen und Downloads von Unterrichtsmaterialien finden Sie auf den Internetseiten der Volkshochschule. Rassismus fängt im Kopf an.